Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Valley. Das letzte Mal waren wir hier zum Reaktor reingestiefelt. Und der Reaktor ist immer noch an. 45 war hier das Projekt. Und ich vermute mal, dass... Ja, das Ding muss ja mindestens seit dieser Zeit laufen. Wir sind ja mindestens in der aktuellen Zeit. Der Reaktorstatus, wir haben nur so ein paar Bälkchen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Holy shit, dieses Ding. Okay, ja, und dieser Reaktor saugt dem Tal hier das komplette Leben irgendwie aus. Und hier ist schon alles Mögliche auch eingestürzt, was mich ein bisschen verwundert. Weil es ist eingestürzt, das heißt, hier muss ja wirklich irgendwas passiert sein. Ich meine, es kann Zeit sein, klar, aber von der Zeit rollt beispielsweise nicht ein LKW in eine Tür rein und zerreißt die halt. So sehe ich das halt. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Und es ist ziemlich laut. Ich habe echt ein bisschen Angst vor dem, was wir hier vielleicht noch rausfinden. Hier ist nochmal eine große Tür. Eine Tür zum Reaktor. Okay. Holy shit. Und da drinnen ist der Live-Seed. Ich kann hier aber auch nichts machen, ne? Die Computer gehen auch nicht mehr. Das kommt mir irgendwie so vor, als würde es immer lauter werden, aber... Bin ich auch irren. So, hier. Toll. Okay. Ich dachte jetzt, ich bin irgendwo, wo ich wieder hochspringen muss oder so, aber... Okay. Was machen die hier? Was? What the fuck? Was zur Hölle tun sie hier? Warum tun sie es? Erstmal hinsetzen. Die Energie des Life Seeds. Die Fähigkeit des Life Seeds. Energie zu erzeugen ist sehr gefährlich. Wenn Energie zu schnell durch es fließt, wird es sich an einer exponentiellen Rate erhöhen. Okay, also wir müssen eine gewisse Menge am Ritter durch es durchjagen, andernfalls... Hapuf. Ein Durchlauf, also einmal Energie durchschicken, ist alles, was die, was es aushält, bevor es zu stark wird, um es zu halten, sozusagen. Volles Petajoule. Holy shit. Das ist mal gut. Open Reaktor-Core. Gibt es hier irgendeine Notiz, die mich warnt, dass ich das niemals tun sollte? Ich vermute, sie gibt es. Gibt es nicht. Es gibt gar nichts. Es gibt keine Notiz irgendwie hier. Ich drücke einfach auf den Knopf. Okay. Ich drücke einfach auf den Knopf. Okay.
Es leuchtet rot, das ist nie ein gutes Zeichen, wenn es rot anstatt grün leuchtet. Nur mal so nebenbei, es ist... Das ist der Live-Seed. Okay. Wollen wir das wirklich? Soma Astra. Okay. Soma Astra. Wollen wir das wirklich tun? Anscheinend wollen wir das. Okay. Ja, ich sag, wir jagen das ganze Ding hier gleich in die Luft. Also. Okay. The Life Seed amplifies energy that passes through it. More testing needs to be conducted to further learn. Escape. Oh, fuck. Ich sag doch, wir jagen das Ding in die Luft. Ja, genau. Was ist Astra? Ich hab's doch gelesen. Es gab Soma und Astra. Was ist Astra? Ich geh raus. Facility built within the valley, named Astra, works in unison with Soma. The valley's orbs are harvested at the Astra facility, which then cycles through the Soma reactor to be amplified and returned to Astra for weapon creation. The two facilities are interdependent on each other, like Yin and Yang, to maintain a balance. Es gibt eine zweite Facility. Okay. Ich meine, ich glaube, wir haben Zeit, um so zu gucken, oder? Vor allem unsere Hand glüht jetzt so lustig hier. Durch den Live-Seed. Ich weiß, wo muss ich hin? Ich weiß, dass hier gleich die Welt untergeht, aber wo muss ich hin? Okay, es ist einfach nur Escape. Einfach nur Escape. Okay, dann renne ich mal hier lang. Da komme ich nicht weiter. Okay, dann muss ich da drüben hin. Reisen muss ich jetzt nach hier oder nach da? Ich sehe es nicht. Da komme ich nicht weiter, da ist ein Gitter. Okay, also muss ich nach hier. Ich versuche mal ganz ruhig zu bleiben. Trotz, dass hier Weltuntergangsstimmung ist und alles rot leuchtet und... What the fuck war das? Was war das? Kann mir irgendjemand sagen, was das war? Ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier weg. Lass den Live-Seed einfach hier und hau ab. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert, Kollege. Das ist es nicht wert. Das ist echt nicht wert. Also ich kann ja einfach hier durchhüpfen. Das ging ja. So, okay. Was war das für ein Viech, bitte? Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es nochmal sehen.
Und darauf habe ich keine Lust. Das ist anscheinend, was manche schon gesehen haben. Echt schön, dass wir das jetzt auch nochmal sehen. What the fuck? Die Bäume sterben alle. As a precaution, we cannot allow Astra to operate without a link to Soma. Otherwise, it will pull energy indiscriminately. Until it has robbed life from the entire valley, or even the entire planet. There should be enough energy within Soma's auxiliary reserves to sustain the link for years. However, if the link to Soma is ever disrupted, Astra will need to be shut down immediately. Okay. Yep. Okay, also es war im Endeffekt alles nur so gut, weil Soma noch gelaufen ist. Aber jetzt ist Soma tot. Was bedeutet, Astra saugt die Energie vom... Oh, fuck. Okay. Also Astra saugt Energie aus dem Valley jetzt weiterhin. Okay. Was war das für ein Viech? Das hat mir sau Angst gemacht. Wir müssen springen. Soll alles leben. Warum kriegen wir noch Ahörnchen? Eicheln. Warum sage ich immer A-Hörnchen? So. Okay. Okay. Ihr wisst ja, ne? Wir geben den Bäumen nochmal so ein bisschen Leben nochmal zurück, damit hier... Ist alles tot. Alles stirbt hier. Mein Herz ist mir gerade ein bisschen in die Hose gerutscht. They won't listen. The energy they're demanding from the valley is far outpacing whatever can be produced from the orbs. It's killing this place. And we'll lose it forever if we don't do something. Edwin may try to stop me. I'll no doubt be charged with betrayal. But this is larger than me. This valley, it could very well change the world. I have to save it before it's lost forever. Ich hoffe, ich muss nicht gegen dieses Viech kämpfen. Und nirgendwo, dass es irgendwie ein bisschen Horroratmosphäre hat. Nirgendwo. Hilfe. Dieses Spiel ist von sauschön zu irgendwie total düster gegangen. Ich kann den Viech dann auch Leben wegnehmen? Wie krank ist denn das? Warum sollte ich das tun? Okay, Entschuldigung bitte, ich will jetzt rausfinden, wo das hier hinführt. Weil das ist definitiv hier modelliert. Und, also, was heißt modelliert, gestaltet. Heißt, irgendwas muss ja hier sein. Gehe ich schon weiter jetzt aus Versehen?
Okay, ich geh nochmal zu. Weiß ich mal nicht, okay, ich geh mal rüber. Wenn es da drüben jetzt großartig reingeht, dann gehen wir da nicht hin. Wenn es jetzt nur allerdings sowas Kleines ist, eine Kiste oder. Da ist eine Kiste. Okay, hier ist zu. Okay, das ist wirklich nur was Kleines. Okay, wir haben noch eine Energie. Haben wir jetzt voll? Weiß nicht. Holy shit. Okay. Okay, da oben ist nichts. Wie gesagt, nicht jedes Spiel schafft diesen Übergang von hey, alles ist super zu oh fuck. Nichtsdestotrotz sieht es immer noch mega schön aus. Lebe. Eichel. Ja. Aber trotzdem. Man fragt sich trotzdem, was hier passiert ist, dass es so. Okay. Ist vorbei. Wo ist es? Ist es wirklich vorbei? Okay. Jetzt ist eine gute Frage. Ist das Blut? Was zur Hölle ist das hier? Was? Hier komme ich aber nicht weiter, ne? Wir müssen es versuchen. Nein. Okay. Okay. Wirklich, was ist das hier für ein. Camp Henday. Ach Mensch, das sieht doch freundlich also einladend aus. Mensch. Hier gefällt es mir. Okay. Okay, das Ding ist halb im Dingens, also halt. Dieses Dingens ist halb im Dingens. Ja. Ich sei schlau. Von mir hin ist einfach mal gar nichts. Gut, dass ich jetzt hier hintergegangen bin. Das hat sich total gelohnt. Danke. Okay. Okay. Okay, das Viech ist nicht allzu gruselig, wenn man es auf Entfernung hat, aber ich habe Angst, dass es wirklich irgendwann uns direkt im Gesicht ist. Und es wird es definitiv sein. Ich wette es. Energy is full. Oh. Okay, wahrscheinlich werden wir beim Kampf irgendwie sau viel Energie verbraten hätten. Aber wir haben eigentlich mehr als genug Energie. No smoking. Okay, ich gehe nochmal kurz nach hinten, weil ich glaube, hierhin geht's weiter. Gucken wir nochmal kurz hier. Ist nicht.
Das sind wie die Pflanze. Oh, was noch Energie geben. Oh, das konnten wir gerade egal. Da. Hä? Okay. So mag ich das. Komm her. Yay. Okay. Das ist hier wieder. Okay. Kommt's wieder? Nee. Sag ich, das Vieh ist noch nicht vorbei. Wir haben da noch sehr viel Spaß mit. Und das hier unten ist wahrscheinlich einfach nur, falls du runterfällst, dass du wieder zurückkommst. So sieht's mir aus. So eine Kiste. Noch ein Medaillon. Nur die andere Frage, die sich mir stellt, was der eine Forscher auch geschrieben hatte. Wer hat hier vorher das schon ausgegraben? Wer hat hier vorher schon alles Mögliche gemacht? Weil wir wissen ja, es gibt ja die Pyramide und allgemein diese alten Türen und was weiß ich nicht alles. Das muss ja irgendjemand mal gemacht haben. Die Frage ist nur, warum? Warum ist das hier alles aus Holz gebaut? Die nächste Frage. Alles Metall und dann hier einfach Holz. Exit. Okay. Hüp. Drüben kommen wir eh nicht hin. Wahrscheinlich dann vielleicht ein Rückweg später mal. Dann ist das Fisch wieder. Hopp! Okay. Ist jetzt hier kleine Blobs. Also kleine. Sind ja eigentlich Waldgeister. So, und ihr kennt mich, wir müssen jetzt hier nochmal den ganzen Weg zurückgehen, um nochmal zu gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Und damit fangen wir ganz hinten an. Okay. Nö. Nö. Nicht. Ich habe fast das Gefühl, hier hinten ist gar nichts. Und ich mache mir einfach nur wieder viel zu viele Gedanken um nichts, weil ich immer alles mitnehmen will, aber eigentlich ist gar nichts da. Toll. Ist nirgendwo was. Komm, man hätte doch wenigstens irgendwie eine Kiste mit Eicheln oder sowas. Mehr will ich doch gar nicht. Einfach nur eine kleine Kiste voll mit Eicheln. Kann man hier hoch? Nee. Okay, das sind auch alles kleine Kisten. Ich nehme noch mal die zwei Dinger mit. So. Dann gehen wir weiter. Ich weiß gar nicht, komme ich hier überhaupt drüber? So auf normalem Wege? Ja. Wir nehmen mal ein bisschen Speed auf und dann geht das schon. Wir haben einen Double Jump. Das Viech hier hinten haben wir ja schon besiegt. Das heißt, das ist weg. Wobei ich wette, es kommt eh nochmal. Ich mag nur den Schrei von dem Vieh nicht. Das ist so dieses typische Monsterschrei-Gedöns, was ich überhaupt nicht ausstehen kann. So. Kiste. Oh, er fehlt. Da, sei es nicht. Eine Kiste mit Eicheln. Sowas möchte ich einfach noch haben. Schade denn, Mann. So. Ah, das waren auch schon alle Kisten, ne? Wieder hier. Ich sollte nicht zu weit rausgehen, weil ich habe es ja schon mal mehrmals geschafft, mich festzubangen.
möchte es eigentlich nicht riskieren, das nochmal zu tun. Gehen wir mal lieber weiter. Camp Hende. Okay. Explore townsite for a way to reach the Astra facility. Okay. Ahorn. Eiche. Warum sag ich mal Ahorn? Das ist eine Eiche. Angst, diesem Vieh nochmal zu begegnen. Ich würde aber sagen, wir erforschen hier weiter. Erst beim nächsten Mal. Und ich beende jetzt die Folge. Also, dann bleiben wir hier. Das nächste Mal gehen wir ins Camp Hendry. Dann auf Wiedersehen, noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, tschüss und ja, gehabt euch wohl. Das macht mir irgendwie langsam Angst, das Spiel. Tschüss.